Willkommen zurück, Teil 3 bei Super Elite Sniper Zombie Metzen Army mit dem Thrax Media. Jawohl! Letzte Folge wollten wir eigentlich noch was dranhängen, aber irgendwie ist mein Spiel dann abgekackt und naja, dann ist halt nur eine 12-Minuten-Folge bei mir geworden. Ja, kann man nichts machen. Soll ich andere Waffen mitnehmen? Andere, ja, ich habe das gerade festgestellt. Du kannst leider immer nur von jedem Waffentyp ein. Ich wollte ja zum Beispiel den Colt wegwerfen und hier noch so eine andere hübsche. Geht also nicht, du meinst so Waffentyp, so eine Sniper, ja, eine also Auto. Nicht, also du kannst nicht drei Sniper-Gewehre tragen. Okay. Das ist Blödsinn. Was ich noch nicht ganz schnell sind die ganzen Wurfgranaten, die ich habe und Stiergranaten, Landmine. Ich kann auch nicht irgendwie mehr mitnehmen, ne, als was ich habe. Das, was ich am Anfang ausgewählt habe, ist das, was ich... Ist ja schade, ja. ...mit mir rumtrage, irgendwie, egal. Ich finde eigentlich die Granaten am coolsten, nur da kann ich nur eine mitnehmen. Schon, wenn man denn mal... das hinkriegt, die zu werfen, nicht so wie ich. Ja gut, dann würde ich sagen, ich nehme mal diese Stielhandgranate jetzt in die Hand und dann gehen wir wieder raus und metzen Zombies nieder, oder? Ja, sie sind relativ cool, auf jeden Fall. Yay! Töten! Ach ja, wo waren wir eigentlich zuletzt? Wir waren auf jeden Fall nicht in diesem Bunker hier, oder? Nee, wir sind da in dem Haus ja, da drüben leider gewesen. Abgekackt, ja. Und in dem Haus wurden wir leider, ja, niedergerannt. Weggesprengt von einem Kamikaze. Ja, nur ziemlich kacke. Der alles auf einmal asiatischer... deutscher Zombie-Selbstmord-Attentat-Bomber. Deine Fantasie, ich sag's dir. Ja. Ah, so war's doch, oder nicht? Der stand da mit Sprengstoff. Ja, das war. Der stand auch so voll wie Jesus dann auch da, ne? So ja. Arme ausgestreckt und. Es war schon echt krass. Aus der Hölle, das muss religiös sein. Wow, oh, da hab ich durch den anderen durchgeschossen. Ah, von rechts. Oh, danke. Ja. Ach, da steht eh wieder auf. Komm drauf. Zack, kann sich gleich wieder hinlegen. Müde bin ich, geh zur Ruhe, decke meinen Zombie zu. Ja. Ist dir schon mal aufgefallen, dass das so der Standardspruch schlechthin ist in irgendwelchen Filmen oder Spielen oder sonstiges? Wenn die Leute eigentlich sagen wollen, halt die Fresse, dann kommt immer so, du siehst müde aus, schlaf ein wenig. Ich weiß nicht, was für Filme du anguckst, aber nö. Ja. Okay. Nee, im Ernst, ich hab das, schlaf ein wenig. Achso, Traxy, schlaf mal ein wenig. Dankeschön. Um gleich mal anzuknüpfen hier. Oh, die geilste Vorlage. Looten. Oh, da ist einer. Ja. Danke. We got this by the ass schon wieder. Wie oft gibt's diesen verdammten Erfolg? Ich glaube, du musst die sammeln, da gibt's Punkte am Ende. Ja. Oh, ich habe Dynamit gefunden. Juhu. Oh, ich finde gar nichts. Ist hier alles weg. Also, wir müssen Okay, Entschuldigung, das war natürlich nicht der Plan. Wir müssen echt aufpassen bei dieser Hütte hier. Dann müssen wir uns so gut. Ich weiß nicht, sollten wir uns oben verbarrikadieren oder vor der Hütte wie vorhin? Hatten wir denn, wie ist denn die Position? Irgendwie müssen wir auch diesen Typen abfangen können, da, solche Bomber. Das geht ja nicht, dass sie über uns im Raum stehen plötzlich. Da fragst du mich was, ne? Selbst keine. Oh, Ahnung! Ja, ich erschreck da manchmal schon auf jeden Fall. Ich bin auf dich gestürzt. Da sah schon fast Olympia-verdächtig aus. Ja, die haben manchmal so einen coolen Move drauf, da wird sie einen angreifen. Mann! Bitte. Ich hab den Helm runtergeschossen gerade. Hm? Da hinten? Warum drehst du nur um? Da war ja, noch da ein Zombie war. Einfach nur, weil da ein Zombie war. Ja. Grund genug. So. Also hier ist wieder unser geiles Safehouse, in Anführungszeichen. Was, war das was das? Haben wir denn? Ja, ja, das ist das Haus hier. Also nicht Safehouse im Sinne von Safe, sondern... Hier kommen die ganzen Zombies. Ich renne jetzt mal davor, liegt da eine Mine. Ganz da vorne. Ach, die stehen hier in dem Haus schon direkt auf. Ja, ich hatte es fast vergessen. Vielleicht kam auch da diese blöde Zombie hier. Diese Kamikaze-Zombie. Die das kommen von hier draußen irgendwo. Ja, diese rote Tür, die da brennt, sobald wir dahinter gehen, glaube ich, ist das. War's das. Ja, dann gehen wir hier mal nicht weg. Hier auf dem Tisch. Hier, der Volksempfänger, der piept. Ziel erreicht. Ziel erreicht. Ziel erreicht. So, ja, jetzt müssen wir das überleben. Das ist wahr. Das war vorhin auch so. Okay, dann nehme ich meine andere Waffe. Ich stelle mal in die Tür rein hier. Nachladen. Soll ich mich hinten in die Tür stellen? Mach, wie du denkst. Weil sonst, Da drüben sind noch Fässer, da hinten ist ein Fass. Ich komme nämlich gerade keine Zombies. Okay. Noch nicht. Also ich gehe mal nach links hier rüber, ich schieße aus dem Loch hier. Alles klar. Okay, ich sehe sie. Ich
hoffe, die fallen uns wirklich nicht in den Rücken oder so. Darauf hätte ich nicht viel Lust. Boah, ich habe so einen Headshot gemacht auf die Entfernung. Ja. Die stehen zweiten. Und ich auch. Ja. Noch einer. Ey, wir werden immer besser. Na. Übung macht den Kleister. Ey. Oh. Ach, jetzt stehen sie vor uns auf. Was soll denn das? Okay, ich glaube, ich brauche eine andere Waffe. Oh. Okay, ich brauche eine andere Waffe. Die kommen rein bei mir. Oh, oh, oh. Ja, das war's mit der Tür von hinten. Ja, Hilfe. Ich hab. Ich bin nach hinten durchgerannt. Okay, komm hier rüber über den Zaun, komm hier um die Ecke rum. Hat ja keiner gesagt, wo wir das überleben sollen, oder? Nö, wir müssen nicht im Haus bleiben. Auf jeden Fall ist es gut, das Haus hilft uns. Das tut den Eingang verengen, siehst du? Das macht das Ganze ein bisschen leichter hier. Die können einfach noch zur Tür raus und wir können uns wegballern. Ich schmeiß mal eine Granate. Die Schleuder da hinten, ich wollte gerade sagen. Hab ich auch gemacht. Da haben wir beide eine Granate hingeschossen. Oh, verdammt. Nee, ist doch super. Ja, leicht vergeudet. Ach. Oder? Bei Zombie vergeudest du nie was. Ach du Jemini. Volkswanderung da, das Wandertag. Ich dachte schon, wo ist das die Zombie-Army? Ja, doch, das ist eine Army. Ja. Aber hier, das funktioniert ganz gut mit der Tür, ne? Oh. Ja. Ich höre jetzt Granate. Ganz gut ist es dann, wenn es überschaubar bleibt. Ja. Die Granate hat das wird das Bild. Wow, Zombie, da, oh. Ah, das hätte ich hau ab. Ach du Scheiße, ich verblute. Eine Minute. Sie hat ja, mal ein bisschen Stress. Oh, leck, Alter. Was soll ich denn machen? Das sind so viele. Also, keine Ahnung. Kannst du nicht auch schießen, wenn du in der Boden liegst? Ja, aber gegen 500. Alter, das kann ich nicht, ich kann dir nicht helfen, was soll ich machen? Ja, aber brauchst du nicht. Oh, leck, jetzt kommt die auch noch auf mich zugerannt. Alter, schwer. Okay, ich verblute auch. Ey, dieses verfickte Spiel, ey. Ey. Hast du. Nee. Da muss es doch irgendein Mittel gegen die geben. Bleiben die vorher stehen, kann das sein? Und zünden sich dann erst? Ja, also ich bin weggerannt, das war meine Taktik. Ja, ich glaube, mehr automatische Waffen, was? Geht ja nicht mehr, das meine ich ja. Ja, mehr Munition wäre cool, dann könnte man einfach raufrotzen, ohne sich Gedanken zu machen. Okay, die Sniper ist gar nicht so verkehrt. Hier, wie viel Schuss hat die denn? Sehe ich an der rechten Seite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sieht aus wie 8 oder 10 oder so. Was? Wie was? 10 Schuss für eine Sniper? Ist ja sehr wenig. Ja, im Magazin halt. Im Magazin, okay, die hat nur 4 hier. Was ich soll das? Nicht. Also auf der rechten Seite hast du doch. Ja. Was? Ne, 18 ist auch, jetzt siehst. Ja. Meine Thompson ist leer, das ist natürlich bescheuert. Wo krieg ich Munition her? Na super, jetzt krieg ich keine Munition mehr oder was? Okay, doch. Was für ein Gewehr hast du jetzt? Wie Gewehr? Na, das Schneipergewehr hier. Weiß ich nicht, die heißt bei mir doch hier M1D Garant. Und hier habe ich diese Tocker irgendwas. Und als automatische habe ich die Thompson. Wobei 60 Schuss ist auch nicht die Welt, ne? Nee. Aber guck mal, wir müssen noch, ich gehe jetzt hier nochmal raus, ne? Alles wir klar. Brauchen einen guten Plan. Wo wir uns besser verstecken können. Ja, weißt du, hier ist doch eigentlich ganz ideal, oder? Der Spot. Oder nicht? Meinst du? Nee, eigentlich nicht. Wollte gerade sagen. Das ist zu offen. Aber das mit der Tür war schon mal nicht schlecht, muss ich sagen. Das hat ganz gut funktioniert. Ach komm, jetzt stell mich schon wieder auf, ey. Das mit der Tür hat ganz gut hingehauen. Ah, was ist da los? Ja, oh, das springt die voll an, ey. Ja, ich hab's gesehen. So. Das
ist aber auch ein sehr dämlich gesetzter Checkpoint. Anstatt, dass man einfach da wieder anfängt, wo man aufgehört. Ach so, diese Thompson, ich habe, ist eine halbautomatische, jetzt schnall ich's. Ich schieße die ganze Zeit hier Einzelfeuer, kann hier voll Dauerfeuer machen. Also sagen wir so, ich muss nicht einzeln nachladen, verpiss dich! Nein! Aber treffen sollte ich vielleicht auch mal. Mhm. Ja. Na klar. Mann. Da ist noch einer. Da war noch einer. So. Munition, Munition, Munition. Ich hätte gern mehr Minen gehabt, ey. Mhm. Aber. Also? Die Mine hebe ich mir aber jetzt, ohne Scheiß, die hebe ich mir auf, bis, wenn wir da in dem Garten stehen. Ja. Weißt du, was ich meine? Weil ich davor. Ich weiß überhaupt nicht, ob ich Minen habe. Ich habe nur Stielgranaten, zwei und eine normale Granate. Was soll das? Das ist doch Unsinn. Landminen habe ich zwei Stück. Was zum Geil? Du weißt gleich, ob du Minen hast, dann hast du gleich zwei. Ja, und die müssen wir. Achtung, hinter dir. Hinter dir. Na gut, Rückendeckung. Funktioniert. Mehr also, guck mal, aber ganz ehrlich, der Spot hier ist doch jetzt nicht ideal. Also da vorne haben wir halt das Glück, dass wir die so, ja, die müssen durch die Tür durch. Das ist auf jeden Fall der einzige Weg zu uns. Ja, und das vor allen Dingen, die kommen ja alle von auf der anderen Seite dieser Estrad-Dinger da. Genau, also hier können wir Granaten rüberfeuern, wenn wir ein Stück, und wenn wir müssen uns immer zurückziehen halt dann. Ja. Aber hier ist wieder schon viel zu offen, würde ich sagen. Aber weißt du, was auch krass ist? Hier können wir voll abgehen. Aber das ist zwar offen, aber, ja genau. Stell dir mal vor, wir rennen hier hin. Die kommen ja nur von hier. Die stehen ja wahrscheinlich auf dieser Straße hier alle auf. Genau, die laufen einmal drumherum. Das machen wir rennen dann hierher. Wir legen am Haus eine Mine in der Tür. Bevor wir rausgehen und dann schießen wir da an dem Eck, okay? Ja. Okay, probieren wir es aber aus. Werde wahrscheinlich trotzdem sterben, aber. Ja, ich. Was soll's? Soll's. Was soll's? <okay. lacht> Nicht genauso, was soll's? Das kostet die Welt, ey. So. Ach ja, erstmal eine Colt hier, die Leute. Kann man die nicht prophylaktisch in den Kopf schießen? Hier? Nee. Sorry. Verpisst euch. Kopfschuss. So, das war's, glaube ich. Okay, schnell looten hier, nur für den Fall. Naja, das ist eine gute Idee. Was habe ich gesagt? Ach, Granaten, hä? Okay, und jetzt aber mal ganz schnell zurück. Ach, hier liegt auch noch lauter Zeug im Schrank. Siehst du das? Ja. Okay, und jetzt zurück. Halt! Falscher Weg. Ja. Bewahre dich. So, hier auf dem Tisch ist irgendwas, ne? Das hier. Checkpoint. Das, ja. Mehr oder weniger. Okay, komm, wir gehen jetzt einfach. Komm, wir gehen dahinter. Fahren wir einfach rein. Hier die Mine legen. Hier? Ja, ja, eine muss hier hin. Ich pflanze sie mal so, genau. So. Blum. Sieht man die? Ja. Ja, ich lege auch noch hier da, eine. Ob da welche rüberlaufen? Ja. Ich habe noch eine zweite. Nur so. Ja, nur ja so. Gut, behalte ich. Okay. Ah, da kommen sie schon, siehst du? Tatsache. Warum? Hier komme ich weiter. Daneben der Verdammnis. Oh nein. Da wird es jetzt quasi selbst sein eigenes Grab geschaufelt. Super, jetzt habe ich in eine Mine gelegt, Idiot. Ich wollte eine Granate schmeißen. Da. Ja, du darfst schon schießen. Ja, schieße. Ich habe Granate gesucht. Ich schau mal, dass hinten im Haus keiner durchkommt. Ich versuch's zumindest. Der erste ist auf die Mine getreten. Ich kann ja versuchen, so ein paar halt von hier wegzufischen. Ja, wenn es da vorne zu viel wird, dann muss Bescheid sein. Ich schau, dass ich, ja, genau. Oder ich komme halt so dynamisch. Naja, bleib da, wo du bist. Das ist super. Das ist auch dein. Ja, wer weiß. Nein, mach das jetzt. Bleib da. Okay. Bleib da. Bis jetzt komme ich mit dem Zombie-Load hier hin ganz gut klar. Wenn ich mal treffen würde. Oh.
Okay. Eine zweite Linie wurde benutzt. Da kommen die Flitzer. Verdammt, sie waren zu schnell. Am Haus vorbei. Pass auf. Boah, Alter, ich hab beide erwischt. Ah, oh, ich verblute trotzdem. Der hat noch eine Mine. Du musst mich kurz retten. Super, super, super. Das sieht schon mal gut aus. Das schaffen wir, das schaffen wir, das schaffen wir. Okay. Geh wieder zurück. Gehst du wieder zurück? Ja. Da kommen wieder zwei Flitzer. Okay, ich habe jetzt die MG. Okay, hab sie beide erwischt. Echt? Jop, 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 jop. Sehr gut. Super, siehst du, das ist super. Das sind aber viele hier. Und wieder zwei. Okay, scheiße. Okay, die muss ich jetzt hier töten. Nein, 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 nein. Ich kann da mal eine Mine hinlegen. Wir müssen diese Zombie-Typen, diese Renner, benutzen, um die Zombies hier zu töten. Und du musst, jetzt musst du mir helfen, jetzt ist es zu viel hier. Ja, ich sehe das schon. Da kommen sie, die kommen sie. Weißt du, was ich meine? Die müssen wir nutzen, um die Typen zu töten hier. Ja. Puh, haben wir noch Granaten? Irgendwas? Ich hab noch eine. Dann schmeiß die mal. Aber immerhin sehen wir dann, wenn die angelaufen kommen. Okay, kein Munition mehr in der Waffe. Ah, oh, Hilfe, Hilfe! Jetzt Munition looten. Ha! Na, wird das schon weniger? Ja, Mann, das sieht super aus. Haha, perfekt. Sind wie die Nazi-Zombie-Töter oder was? Alter, aber das war doch Ziel erreicht, ey. Hurra, ey. Boah, ey, das war richtig anstrengend. Stell dir das mal auf dem härtesten Schwierigkeitsbonus vor. Wie viel gab's denn da noch? Auf dem härtesten Schwierigkeitsbonus? Modus. Achso? Nee, bloß nicht, ey, bloß nicht. Du hast auch Stielgranaten in den Ohren oder was? Ja, ich würde sagen, wir machen jetzt hier mal eine Stielgranatenpause, weil ich muss mir erstmal eine Stielgranate anzünden. Also dann, bis zum nächsten Mal, meine Freunde. Ja. Macht's gut. Bis dann. Ciao.